Hallo zurück zu Let's Play The Long Dark. Wir haben hier gerade irgendwie so einen komischen Wolfsangriff, überlebt. Indem wir uns einfach im Auto versteckt haben. Das hat bisher eigentlich nie funktioniert, aber boah, gut. Warte mal, nee, wir wollen da lang. Falsche Richtung. Oh, ich sehe Civilization. Überladen bin ich auch noch. Oh Gott, meine Health ist jetzt nicht so das Allerbeste. Wie sieht es hier so aus? Ich habe nur ein Verstauchungsrisiko. Und überladen. Ich muss mich echt ein bisschen ausruhen, sonst habe ich echt schlechte Chancen. Komm, du Hirsch. Geh weg. Okay. Der ist aber auch eilig. Ja. Renn du mal weg. Renn weg. Gibt's da irgendwas Interessantes? Ja, ich drüber eh, aber ist ja nicht eh. Das passiert, wenn man ständig zwischen Spielen wechselt. Ja, nehmen wir. Nicht, dass es uns irgendwas bringt. Aber gut. Was ist da? Wo kam ein Handy? Ja, wow, ne? Ein einziges leeres Hülschen. Da fehlen noch Geschossspitzen. So. Ach, das ist hier so ein Damm. Guck mal einer an. Ja, ist sogar offen. Auch eher ungewöhnlich. Let's see about that power. Okay, aber das Plus da unten links am Herzchen heißt zumindest, dass wir heilen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Was? Oh, wo ist dieses verfickte Telefon? Ja. Ach je. Hallo? Steuerung? Sollte nicht irgendwas passieren? Ich kann gerade nicht. Hallo? Sollte da jetzt irgendwas zu hören sein? Hallo? Ach, Leute. Jetzt. Hello. Keiner dran? So, yeah. You always do what hardened criminals ask you to do. Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you? Okay. Trust goes both ways. What's your name? You can call me Jace. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my tan. How do you fit into all this, Jace? Are you in trouble? That psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, it's better than Mr. McKenzie, I guess. Listen, you want to know what's going on with the power and all that? I can tell you. But first, prove yourself to me. I need your help. Hey? Where are you right now? That's not important. How did you end up at Black Rock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well, not so much broke down as just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. Got turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it. And found a guard tower.
Next thing I knew, I heard gunshots. It was horrible. The shots were... There were so many. I waited half an hour, longer, crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner, he is evil. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner... Donner is a once-in-a-generation criminal. Yeah. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit, shit, shit! This is worse than I thought. What's the worst that can happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Wrong. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between Black Rock and the mainland. Just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay, so... how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're gonna keep him in. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just lights in the sky. It's not more than lights in the sky. And yet, it is. That's pretty cryptic. Let's stay focused on Black Rock, okay? You want to prove you're trustworthy? I mean, I want to help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis. And he's got something I need. What is it? A metal case. What's in it? I'm not really sure. Hey, trust goes both ways, right? I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave Black Rock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case, how do you know you need it? It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Right. Well, maybe we can help each other. You do something for me, and I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this, but yeah. Deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break them out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans to this ancient thing. I mean, a lot of the original structure and prison systems are probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under Solitary is still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically... well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy,
It'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Let's hope. You don't have a nuclear bomb, do you? Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking mechanisms under Solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you will get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire, vacuum tube. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably? Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these blueprints, probably. Okay. Wish me luck. I mean, it'll definitely buy us some time, I think. I'm going now, Jace. Hang on. What? Good luck. Okay. Let's find those steam tunnels. Ach du Scheiße. Okay, dann müssen wir also irgendwie in diese komischen Tunnel rein und alles sabotieren, was geht. Aber blühen dann erst ein bisschen. Nein. Hallo? Oh je. Ja, ich glaube, dieses komische eine Futter, was war das hier? Die Chips? I need to drop something. Oh je, überlebe ich das? Jetzt überlebe ich's. Ich habe altes Zeug gefressen hier. Was ist mit der Lampe? Boah, es ist wieder so verschissen dunkel. Das ist eine Kiste. Also hier würde ich sagen, das ist idealer Platz für eine Falle. Wahrscheinlich brechen wir gleich durch. I could use this. Ja, wir nehmen es mit. Ich habe zwar echt genug. Skihandschuhe. Weil ich habe im Moment so komische Arbeitshandschuhe. Und wenn ich die auf die wechsle. Ja, aber sie sind ein bisschen schwerer. Und haben ein bisschen weniger Schutz. Aber dafür mehr Temperatur. Ja, viel mehr Temperatur. So, die ziehen wir noch an. Und den Rest würde ich sagen, den zerlegen wir dann bei Gelegenheit. Aber wir sind sowieso viel zu schwer. So, was kann ich da oben noch lang? Da ist noch. Arsenal. This will come in handy. Wie viel sind wir überladen? Na, 3 Kilo. Ja. Warte mal. Achso, ich komme da rum. Das ist einfach nur Stoff. Und das Stuff. Okay. Wo komme ich da raus? Ratter. Boah, kann ich nie einfach diesen Donner und diesen Mattis, ich gehe runter diesen Tunnel und sprenge das den ganzen Ding eigentlich von unten. Dann ist der auch weg. Ah ja, wahrscheinlich da drüben. Okay.
Das ist nichts weiter von Interesse. Ach, herrje. Locking mechanisms. Kann ich den nehmen? Nein, nicht löschen. Nein! I think I can use this. Ja, ich würde sie gerne nehmen. Und jetzt würde ich sie gerne. Das sind lauter solche Dinge. Kann ich dich. Ah, ich kann dich anzünden. Ja, anzünden? Bisschen wie Tomb Raider. Halten wir es mal nicht allzu lange auf. Oh, lass mich raten. Ah, nee, es war nur Sand. So alten ägyptischen Gräbern. Ich dachte schon, wenn da mit Wasser runterkommt, haben wir meistens das Problem, dass uns die Fackel ausgeht. Okay, 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 okay. Und hier wird es ein bisschen größer. So, oben geht es wohl weiter. Ah, wir gucken erstmal hier. Ah, oh. Ja, das ist ja schon mal hervorragend hier. Ein Wollohrenwärmer. Wir sind eigentlich noch gar nicht müde. Das nehmen wir natürlich mit. Brandbeschleuniger, Magnesiumflagge mit. Den nehmen wir natürlich auch mit. Arbeitsauftrag. Mitarbeiter melden Druckverlust bei der Abnahme von Strom für die interne Erkennung der Zellensteuerung. Insbesondere in den abgesonderten Bereichen 4 bis 7. Druckverlust bei der Abnahme von Strom. Die Dampflänge und Ventilschalter müssen auf eine angemessene thermische Regelung überprüft werden. Außerdem müssen gegenwärtig erforderliche Reparaturen geplant werden. Dampfleitung und Ventilschalter. Verlust bei der Abnahme von Strom für Internet. Also wenn ich den Strom da abstelle, dann haben wir einen Druckverlust. Aber Druckverlust klingt für mich noch nicht so wirklich wie Sabotage. Wir haben auf jeden Fall genug zu essen. Trinken wird wahrscheinlich auch passen. Wahrscheinlich gilt das hier aber auch als geschlossener Raum. Wir können kein Feuerchen machen. Oh, was sieht der aus? Ja. Okay. Na, das geht. Mhm. Okay. Das bleibt ja hoffentlich. Ah, hier kann man auch noch übernachten. Das ist ja Wahnsinn. Achso, ich muss jetzt diese ganzen Hebelchen wahrscheinlich hier. Hier noch. Sturmlaterne, guck mal an. Und Holz und alles. Ach, ist ja toll hier unten. Lampfuel. Ja, was zu trinken? Ja, komm. Unterwäsche nehmen wir auch. Angelzeug nehmen wir auch. Obwohl wir viel zu überladen sind. Okay, das kann ich wohl nicht bewegen. Ah, warte mal, ich kann doch das hier. Zack. Nee, das kann ich nicht bewegen. Soll mir die Leitung irgendwas sagen? Könnte ich noch was kochen? Habe ich eine Karte? Nein. Leite Dampf durch den Komplex, um in die Tür zum Kontrollraum zu kommen. Das hier, denn der ist auch gefroren. Ah, hier.
noch eins. Das ist offen. Aber das ist dann noch... Okay. Das ist noch gefroren. Schmilzt das weg. Das ist auch noch gefroren. Offen. Offen. Ach, halt, warte mal hier. Ah. Da geht hier, das geht hier verloren. Ich will das ja durch unten durchleiten. Ah, okay. Warte mal. Kann ich das jetzt zu... Das ist ein bisschen undicht. Hä? Wenn ich das jetzt aufmache? Und das hier... schließe? Dann geht das wohl hier, dann ist es hier nicht mehr verloren. Und dann kann das hier aufgemacht werden. Ja. Ist da hinten noch irgendwas? Jetzt haben wir nämlich dann... Eigentlich müsste es jetzt hier, da haben wir Druck. Da haben wir auch Druck. Das wackelt ein bisschen komisch. Auf jeden Fall haben wir den Verlust hier aufgedingst. Oder reicht das nicht? Warte mal. Brauchen wir erst zwei Ecken? Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Druck, oder? Jetzt nur mit, das ist offen. Da ist jetzt gar nichts von da oben. Ne, das ist voll grün. Da kommt es ein bisschen an. Da kommt es ein bisschen an. Da kommt es ein bisschen an. Ja, wenn ich das hier aber aufmache, dann habe ich hier ein Leck, oder? Ja, genau. Dann habe ich hier noch weniger. Das heißt, das hier... zu. Weil dadurch steigt der Druck jetzt hier. Erreicht aber... Hä? Erreicht aber immer noch nicht hier. Ich meine, hier kommt doch rein, oder? Sehe ich das richtig? Da, wo es so rumwackelt. Meine Fackel langsam leer. Aber wir haben hier ein Lämpchen. So, brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, ich hole mal kurz die Lampe von da vorne. Wo war die noch? War doch hier in dem Spind, oder? Ja, genau, hier war die. What have we here? Ja. Nehmen die mal. Und dann sagen wir. Oh, wenn dieses Umschalten zwischen Lichtquellen nicht so 100 Millionen Jahre dauern würde. So. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Dass wir nochmal irgendwie. Gefroren. Er ist jetzt gerade mit. Aber. Hä? Warte mal. Aber da haben wir da gar keine Verbindung hin. Hä? Das ist jetzt komplett gefroren. Achso, bin ich da. Ach, ich bin darüber gelaufen. Noch irgendwas machen?
Nee. Ja, ich weiß, dass du überladen bist. Der kommt da aber irgendwie gar nicht gegen an. Could end up being useful. Oh, das war einiges. Langsam sind wir echt ganz schön überladen. Ich blick die Kombination aus dem Zeug hier noch nicht. Die sind jetzt alle offen. Der ist natürlich. Wenn ich den aufmache, dann sinkt der Druck für alle anderen. Ja, genau, dann sind hier fast überall Ende. Jetzt den muss ich schließen. Aber die sind jetzt alle nur so auf halb. Im Prinzip kann ich auch schließen. Das bringt nicht wirklich viel. Das ist nur so eine Querverbindung. Dann fällt der voll. Ah, dann hat der unten mehr Druck. Das. Das. Okay. Hä? Gut. Damit hat es irgendwie funktioniert. Dann ist der jetzt erstmal wieder an. Taut das Ding auch noch auf. Und die Hälfte haben wir. Das endet hier einfach. Hä? So, dann kann ich den jetzt vielleicht. Wenn ich den jetzt schließe. Hier ist nämlich jetzt nämlich gar nichts mehr. Nein. Weil wir haben hier eigentlich so ziemlich den maximalen Druck. Ja. Mehr kriegen wir von dieser Seite aus nicht. Oh. Ja, geil. Okay, jetzt kann ich dann. Ah ja, hier. Jetzt kann ich hier aufmachen. Kann ich das auf. Wahrscheinlich bald wieder gar Licht mehr. Ey. Dann geht das da auf. Den kann ich wegen mir auch noch aufmachen. Das macht auch nicht wirklich Sinn. Zu. Ich will hoffen, dass da von da oben rum mehr Druck reinkommt. Was mit dir hier? Ja. Ach nee, da ist auch noch eins. Ach du mein. Hä? Nee. Ja, wieso taut das jetzt nicht auf? Manchmal muss man sich echt so ein bisschen so, was wollt ihr von mir? Erwartet das? Reicht das nicht? Oder wie? Weil hier kommt eigentlich volle keine Druck an. Mal den da oben mal zu. Machen nur das untere. Vielleicht hilft das. Da. Mhm, sicher. Ja. Hättet ihr mal vielleicht ein bisschen in.
einen Ingenieur oder sowas mit reingenommen. Hätte ich gesagt, wenn das Ding von zwei Seiten wärmt, wird es besser, aber naja, gut. Gut, 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 gut. Ah, das ist offen. Jetzt ist, achso, wenn ich das jetzt schließe. Gott, das Willen. Dann haben wir hier oben, dann taut der hier auf. Dann taut das da oben irgendwie auf. Achso, jetzt muss ich hier. Muss ich den wieder schließen? Ja. Es macht keinen Sinn, ne? Also so druckmäßig. Genau, was taut denn der auf? Wer entwirft solche Ventile? Was soll der Mist? Genau, jetzt ist das nämlich aufgetaut. Ja. Und das führt ja wieder hier zurück, wo wir vorher waren. Sind halt kriechen ganz schön langsam. Und dann kann ich da das zweite Ventil aufmachen. Oh, und hat gespeichert. Das trifft sich nämlich sehr gut. Denn ich würde sagen, wir machen nämlich mal eine. Kann ich schon aufstehen? Eine Aufnahmepause. So. Und deshalb würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.